Ich stehe hier beim Douglas in der Kirchgasse in Wiesbaden und ich darf heute einen Live-Haul drehen und ich bin schon super gespannt. Ich habe diese Videos häufiger im Internet gesehen und jetzt stehe ich hier selber vor Öffnungszeit, verrückt, und hier ist einfach niemand. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was ich denn alles shoppen soll, und ihr habt mir alle fleißig Nachrichten geschrieben. Die einen sind super witzig, bin echt gespannt, was dabei rauskommt. Ich darf für 400 Euro shoppen. Das ist eine Menge Geld, verrückt. Ich darf alles mitnehmen, was ich möchte. Und das Beste ist, ihr könnt genau das Gleiche, die gleichen Produkte im gleichen Wert gewinnen. Und was ihr dazu tun müsst, erzähle ich euch später. Also die erste Nachricht ist, laufe vom Eingang 10 Schritte nach vorne, dann 6 Schritte nach links. Nimm dir von dem Regal, wo du stehst, in der dritten Reihe von oben das zweite Produkt. Okay, das muss ich gleich nochmal durchlesen, aber ich gehe jetzt mal erstmal an den Eingang. Sechs Schritte nach links. 1, 2, 3, 4, 6. Dritte Reihe von oben. Na gut. Reihe. Dritte Produkt. 1. Hier ist nichts drin. 2. Was ist denn das? Ich nehme jetzt einfach das. Es ist ein. Ist das ein Liquid Lipstick? Kenne ich nämlich noch gar nicht, das würde sich gut treffen, aber der ist ganz schön dunkel. Ich nehme den trotzdem mit. Der ist in der Farbe Uniformly Fabulous. Also der wird jetzt eingepackt. Das nächste, ihr wünscht euch, dass ich mir einen Contour Stick mitnehme. Das wünscht sich Angie's View. Und Contour Stick, da habe ich gehört, dass die von Smashbox. Da habe ich nämlich schon von einigen Bloggern gehört, dass die Contour Stick richtig. Und ich glaube sogar, ja genau, das ist so einer. Und ich nehme mir auf jeden Fall so einen dunklen mit zum Konturieren. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass ich hier gerade alleine bin. Ein Traum nicht wahr. Das nächste hat sich Christinchik, falls es eine Russin ist. Sie schreibt, kaufe dir schon lang gewünschten MAC-Lippenstift. Und ich wünsche ihn mir nicht schon lange, aber es ist auf jeden Fall einer, den ich unbedingt haben möchte. Und den nehme ich mir jetzt mit. Der, den ich schon länger haben möchte, der heißt Honey Love. Und ich glaube, der müsste irgendwie hier unten sein. Das ist der. Das ist so ein Judah-Ton. Sehr schöner, und es ist ein matter Lippenstift. Und den habe ich schon so häufig gesehen im Netz, und habe ich mir gedacht, irgendwann mal muss ich den unbedingt mitnehmen. Und jetzt nehme ich den mit. Ein für mich und ein für euch. Mali GRGA schreibt mir, vielleicht eine neue Maske, die du testen kannst. Und ein Produkt, mit dem du deine Wohnung putzt. Putzmittel gibt es hier nicht. Nee. Aber eine Maske, die ich gerne testen würde, die gibt es auf jeden Fall. Und ich glaube, dafür müssen wir nach oben fahren. Wer kennt sie nicht, die Glam Glow Maske? Ich muss aber sagen, ich bin auch gerade ein bisschen überfordert, weil die sehen einfach alle super aus. Was ich auf jeden Fall schon habe, ist diese Creme, die auch tatsächlich einen krassen Glow verleiht. Also die mag ich super gerne. Aber als Maske oder so eine Tuchmaske. Oh, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind die ganzen Masken. Die sind auch super gut. Das sind diese Tuchmasken. Aber ich glaube, wenn schon, wenn ich so ein bisschen investieren kann, dann kann ich mir auch mal ein bisschen eine teurere nehmen. Da sind keine Masken. Mal. Also ich glaube, ich nehme auf jeden Fall eine Glam Glow. New. Larger size. Das nehme ich doch mal mit. Ich glaube, das ist so eine, die ich brauche. Eine reinigende. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Also das nächste. Lea PHE schreibt, kauf dir ein Produkt, ohne dass im Sommer nicht in deiner Handtasche fehlen darf. Das ist richtig geschrieben. Also ein Produkt, das nicht in meiner Handtasche fehlen darf im Sommer. Das ist auf jeden Fall ein Wasserspray. So eine Art Thermalwasser habe ich zum Beispiel zum Sprühen. Aber das wird es hier bestimmt auch geben.
glaube, hier oben sind wir gerade auch ganz richtig. Mit einer Hilfe, Gott sei Dank, habe ich etwas gefunden. Und zwar ist es so ein Füßesicht, eben so ein Wasserspray von Venus. Die Marke habe ich noch gar nicht ausprobiert, also hab das noch nie gekauft, aber nehme ich auf jeden Fall mit. Hat auch eine angenehme Größe für die Handtasche, für so eine Shopper-Handtasche. Und deshalb nehme ich das mit. Ich kann das nicht, gell? Wenn man zu mir sagt, du kannst alles haben und so, ne? Ich habe wie so eine Schockstarre. Ich glaube, andere würden sich voll draufstürzen und ich so, was Künstliches. Das nächste, das ist so eine kleine Challenge, und zwar kaufe etwas. Ah, this is Timmy, frag mich das. Kriege ich einen Gruß an dich. Kauf etwas, das du noch nie ausprobiert hast, falls es den Douglas gibt. Natürlich weiß jetzt keiner, was man hier ausprobiert hat. Aber was ist denn so was Verrücktes? Vielleicht irgend so ein Peeling-Produkt, das sich entwickelt. Oder etwas, das erstens die Farbe verändert, wie es früher so grüne Lippenstifte gab und dann wurden sie rot. Mhm. Sowas. Gibt's sowas? Schwarze Maske. Nee, ich glaube, das muss ein bisschen mehr. Schwarze Zahnpasta? Es gibt eine goldene Maske. Schwarze Zahnpasta habe ich schon ausprobiert. Goldene Maske? Ja. Okay. Rexaline. Oder? Und hier, richtig gesagt? Rexaline. Entschuldigung. Okay. Also das sieht hier aus nach einer Maske, nach einer goldenen Maske. Oh mein Gott. Wahrscheinlich ist es dann wieder so, dass ich mir das ewig aufhebe, weil es so besonders ist, bis es schlecht ist. Aber nein, ich muss es unbedingt verwenden. Und umso mehr freue ich mich, dass eine von euch das auch haben wird, weil ich glaube, das ist schon so ein bisschen Luxusprodukt. Also kaufe ein Produkt, ohne das du nicht mehr kannst und jeden Tag benutzt. Ich benutze jeden Tag Augenbrauenprodukte. Und ich habe mir überlegt, Augenbrauen wäre mal was Gutes hier zur Abwechslung, nicht nur Lippenprodukte und Pflege. Ich benutze auch eigentlich immer einen Stift für meine Augenbrauen. Und ich glaube, wir waren bei Benefit eben, habe ich mir angeschaut, aber da habe ich die Sachen schon. Ich will mal was anderes ausprobieren, was Neues. Und ich glaube, deswegen ist Anastasia Beverly Hills eigentlich auch eine gute Adresse, was Augenbrauen angeht. Und ich benutze ganz gerne so ganz dünne, feine Stifte. Und deswegen nehme ich mir so einen Brow Wiz in der Farbe Taupe und ich swatch den nicht, nehme den gleich mit. Weil meistens auch von anderen Marken die Farbe Taupe ist immer passend. Von Spiky Amy, sie schreibt, einen roten Lippenstift von Dior. Vielen Dank für deine Nachricht. Ich freue mich sehr. Ich habe noch nichts von Dior. Und um ehrlich zu sein, habe ich mir schon immer mal gewünscht, einen Lippenstift von Dior zu haben. Und jetzt nehme ich mir einen mit und gerade einen roten, perfekt. Ich habe ja, doch, dann war das gelogen, weil ich habe ja schon einen Lippengloss davon und der ist richtig gut. Und ein Lippenstift, einen roten, am besten einen, der noch so richtig schick aussieht. Von der Verpackung her natürlich. Das muss ich jetzt auf jeden Fall swatchen. Ich nehme einfach den allerersten. Weil der hat nämlich so einen blauen Stich, einen blauen Unterton und dann sehen die Lippen immer heller aus und das ist super. Du meinst die Zähne? Was hab ich gemacht? Die Lippen. Macht dich weißere Zähne. Und das ist hier in der Farbe Dolce Vita. Super, schaut euch mal die Verpackung an. Wunderschön. Ich habe gerade gesagt, sieht aus wie eine kleine Hantel. So, dann schauen wir mal weiter. Oh, es macht so richtig Spaß. Danke, Leute, für die coolen Nachrichten. Das nächste, Jessie INHO11 schreibt, ein Produkt mit der schönsten Verpackung. Das könnte ich mir bei den Düften oben vorstellen. Da habe ich schon einige schöne Verpackungen gesehen und dann fahren wir wieder nach oben. Die schönste Verpackung. Ja, und dann spätestens habe ich, glaube ich, die 400 Euro gesagt. Das sieht schön aus. Oder Marc Jacobs, muss man auch sagen. Die Verpackungen sind immer schön. Und ich habe noch keinen Duft von Marc Jacobs, nur Make-up. Aber ich erinnere mich gerade, ich habe nämlich beim Durchfliegen eurer Nachrichten auch gesehen, dass jemand einen bestimmten Duft haben wollte oder aufgeschrieben hat, dass ich mir anschauen soll. Und vielleicht hat der zufällig eine schöne Verpackung. Deswegen gucke ich mir gerade nochmal die Nachrichten an. Fleur Musk von Narciso Rodriguez. Aha. Ah.
wie immer, wir standen genau davor. Ich werde jetzt mal riechen, weil schön sehen sie auf jeden Fall aus, die Verpackung. Entschuldigung, gefällt mir nicht. Ich sag mal so, Verpackungen gibt es richtig viele schöne. Und eigentlich sagt ihr ja an, aber schön ist ja auch relativ. Ich finde zum Beispiel diese Verpackung sehr schön. Und zwar ist es auch ein relativ neuer Duft. The Scent heißt es, von Boss, von Hugo Boss. Und es ist einfach so ein Duft, den ich auch schon lange haben wollte. Und ich bin mir sicher, dass der euch auch gefallen wird. Und zwar ist das so ein sportlich schicker Duft. Und der bleibt auch richtig lange dran. Das weiß ich, weil ich kenne jemanden, der den Duft hat. Und davon nehmen wir uns auf jeden Fall eine Flasche mit. Sollen wir uns gleich einen großen Eau de Parfum, oder? Was machen wir? Das letzte Produkt, das ich mitnehme, hat sich gewünscht Miss Jenny 1990. Ein neues oder und eher unbekanntes Produkt. Also eins von beiden. Neues oder unbekanntes Produkt, das total gehypt ist. Und was ich noch nicht kenne. Ich glaube, da muss ich dich fragen, Julia. Kennst du die Bum Bum Cream? Nein. Was für? Bum Bum Cream. Für den Popo. Für den Popo. Dass der Popo straff ist. Was? Für was gibt's? Zeig mal. Also mein Popo ist sowieso straff, weil ich mache Sport. Aber kann eine Creme helfen? Ja, anscheinend schon. Das ist im Moment so ein bisschen das Hype-Produkt. Gibt es das hier? Ja. Die Bum Bum Cream? Ja. Mhm. Also hier ist diese Bum Bum Cream. Ich habe mich jetzt für die gelbe entschieden, weil es richtig gut riecht. Und ich habe mir das mal so auf den Handrücken aufgetragen. Es schimmert wunderschön. Also ich kann mir das auf dem ganzen Körper auch richtig gut vorstellen. Und wenn die wirklich gut ist, dann seht ihr die bestimmt auch in meinen zukünftigen Videos. Beobachtet das mal. Okay, und ich glaube, jetzt habe ich nur noch ein Produkt. Also das letzte Produkt, was ich mitnehme, ist die Konturpalette von NYX. Die habe ich nämlich auch schon länger in Aussicht und wollte die schon länger haben. Das ist jetzt nichts Neues, aber soll richtig gut sein und wir acht haben, deswegen nehme ich das mit fett. Ich habe dann mal fertig eingekauft. Ich bin mega überwältigt, wie viele coole Sachen ich mitnehmen durfte. Super viele Besonderheiten. Danke für eure Tipps. Und jetzt freue ich mich riesig, dass ich das Ganze auch verlosen kann, die gleichen Produkte. Das Einzige, das wichtig ist dafür, ist, dass ihr ein Abonnent meines Kanals seid und dass ihr jetzt ein liebes Kommentar unter dieses Video schreibt und dann habt ihr direkt automatisch eine Chance, das zu gewinnen. Und ich freue mich super doll. Danke auch für Douglas, dass ich mir das alles aussuchen konnte. Unglaublich. Wie cool. Danke fürs Einschalten und hoffentlich bis ganz bald. Tschüss.